Schönen guten Tag, liebe Leute. Heute mal bei bestem Sonnenschein im ersten Dorf auf einem Angebotsstreifen. Hier, gestrichelte Linie, Fahrrad, gestrichelte Linie, gestrichelte Linie, Fahrrad. Dabei ist hier 30. Ich dachte, wenn du so im Wald bist, ist das nicht ganz so warm? Ich denke, die erste Badestelle ist jetzt meine. Ja. Oh ja, oh ja. Oh, die erste Badestelle für heute. Für heute. Eigentlich müsste ich die zählen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich gestern schwimmen war, weil ich es nicht gezählt hatte. Okay, das Dixi-Klo habe ich schon gesagt. Das ist aber, links kommt ein Auto. Hier ist Parkplatz und Dixi-Klo. Ach, ich muss da lang. Also Badestelle Kölpinsee, Warenmüritz, Heilbad. Kein Fahrrad, kein Hund, kein Zelten, kein Angeln, kein Feuer. Hier schwimmen kann, ist ja alles gut. Habe ich hier gar keine Sonne? Also hier ist jetzt am Vormittag keine Sonne, also vereinzelt, aber im Wasser so, weißt du? Das war schön. Also ich fahre jetzt auch weiter. Aber das war schön. Also das war schon schön. Ich habe jetzt ein paar Mückenstiche mehr, aber das ist okay. Ich denke, dass meine Sonnencreme ab ist. Der See hat meine Sonnencreme geklaut, ey. Wahnsinn. Also ich hätte ja natürlich gerne eine Badestelle mit, wo ich mich mal hinlegen kann mit dem Handtuch, ne? Also mit dem großen. Boah, ich lege mich da auch hin und gehe zwei, dreimal schwimmen. Also heute, wo wir heute hinfahren, das sind nur 22 Kilometer. Das heißt, mit dem E-Bike sind wir ja bald da. Ich habe Zeit und leg mich, hinter mir kommt ein Auto. Und leg mich an die Badestellen. Werden wir alle finden, ne? Ich habe gedacht, die trocknet, oder? Die Badehose? Die trocknet doch, oder? Da ist ein See. Das ist ein See. Da komme ich bestimmt gleich in die nächste Badestelle. Da möchte ich ja bei Sonne auf meinem Handtuch und auf der Sonne liegen. Und Hunger habe ich auch. Also es ist der Jabelscher See, weil der Ort heißt Jabel. Guck mal, ich kann hier richtig ins... Ich gehe da jetzt mal schnell rein. Jabelscher See. Gut. Thank you.
Also das war schön. Und niemand anderes war baden. Alle haben sich immer nur hingesetzt. Ich muss jetzt gucken. Weiter war ich noch nie. Ich müsste jetzt nach links in das Dorf. Und dann im Dorf ist eine Badestelle. Achtung, Fahrrad. Fahrrad nach links. 16 Kilometer noch. Wir sind jetzt in Javel. Wo geht's denn zu eurer Badestelle? Badestelle, Badestelle, Badestelle. Am Ende vom Dorf ist noch die Badestelle. Wenn ich jetzt nach links fahre, da stehen ganz viele Schilder. Schwimmen nach links. Dankeschön. Dankeschön. So, Javel, jetzt bin ich aber gespannt. Deine richtige Badestelle fürs Dorf. Riesengroße Wiese mit. Ich nehme die Bank. Ich nehme die Bank. Da steht Hundebadestelle. Das ist ja nett. Das ist eingezäunt. Guck mal, das ist eingezäunt. Richtig eingezäunt für Hunde. Mal kurz gucken hier. Ey, Javel, Mensch, also deine Badestelle war ja geil. Ey, so eine riesengroße Wiese. Mülleimer habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber zwei Bänke und ein Pausemachhaus. Der Steg war gesperrt, aber das Wasser, links waren ein paar Pflanzen, die ich nicht mag. Aber ich konnte bis zur Boje schwimmen. Also man hätte sich da richtig schön hinlegen können. Oh, da muss ich gucken, auf dem Rückweg, liebe Leute, auf dem Rückweg. Ich muss heute erstmal ankommen, oder? Ich hatte doch ein Ziel. Ich muss mal gleich auf der Fahrradwanderkarte gucken. Da stand, der nächste Ort ist Nesentin. Ob da eine Badestelle ist, das weiß ich gar nicht. Aber weißt du, so lernt man die Orte auch kennen. Mir reicht die Badestelle. Geil. Nesentin, Mensch. Nach Maltio komme ich heute noch. Ich muss auch alles wieder zurück, ne? Naturpark, Nossentiner Schwinzer Heide. Oh. Was ist da? Ein Fahrrad, ein Mensch, ein Wanderschild. Okay. Der Naturpark, Nossentiner Schwinzer Heide. Hallo. Hey, ich wollte euch erzählen, dass da ein Pärchen war, Fahrradfahrer. Ich habe angehalten, gefragt, ob ich helfen kann. Dem Mann ist die Halterung von seinem Fahrradschloss an der Stange abgebrochen. Ich meinte, ein Kabelbinder wäre schön. Ich fahre weiter, dann ist da ein Pärchen mit dem Fahrrad und mein Fahrradwanderschild da. Der Mann hatte, ich habe einen Kabelbinder in der Hand. Wenn ich das Pärchen noch treffe, kann ich ihm einen Kabelbinder geben. Wahnsinn, oder? Ja, die müssen in meine Richtung. Ich hole die doch ein. Man muss ja Pause machen. Ey Leute, also Wahnsinn, ey. Ich weiß gar nicht, wo es hier hingeht. Immer durch den Wald. Ach, ist das schön, ey. Da, siehst du den Kabelbinder in meiner Hand? Ey, das ist so geil, ey. Wahnsinn, ey. Also der Mann fährt ohne Akku, der ist schneller als ich, der hat mich überholt.
Das ist das Pärchen, die ich vorhin getroffen hatte. Von denen habe ich den Kabelbinder. Wahnsinn, ich wünsche euch gute Fahrt. Also der Weg hier, ne? Der Weg ist so schön. Der dauert auch so lange, aber der ist so schön. Pause mach aus, Bank, Pause mach aus, Pause mach aus, Pause mach aus, Bank. Zwei Sachen. Die erste Sache, die Fahrradfahrer kommen von da und fahren da rüber. Hier steht, mit dem Andenken der am 1. November 1806 hier gefallenen preußischen Krieger, die Mecklenburgischen Offizierkorps 1856. Also hier ist so ein Denkmal. Wir fahren jetzt auf die andere Straßenseite. Ach so. Ich sehe noch Schilder. Georg Blücher Denkmal. Das Gefecht und sein Denkmal. Was ist denn das hier alles? Ach Leute, weiß ich nicht. Ich wollte sagen, dass mir warm ist. Ob ich jetzt oben ohne Fahrrad fahren darf? Oder muss ich mir... Darf ich so? Ich meine, ich habe da einen wunderbaren schönen Oberkörper. Besser als manch anderer Mann. Ja. Ich glaube 10 Kilometer, ich weiß es nicht. Auf der Rückfahrt, pass auf der Rückfahrt, fahre ich aber ohne T-Shirt. Ja, ich fahre jetzt schnell hin, auf der Fahrradwanderkarte steht ein Ordner und dann sind wir da. Hallo, Nossentin. Lass mich einmal durch hier, oder du hast eine Badestelle, dann zeig mir, wo sie ist, bitte. Da steht Anlieger frei, Tee, Durchfahrt verboten, weil Tee ist die Badestelle. Guck ich mal auf den Rückweg an, ja? Geh zum See runter. Ich bin jetzt weitergefahren, in 8 Kilometern bin ich in Malchow. Mir reicht eigentlich die Badestelle von Malchow. Malchow, Mensch, jetzt bin ich aber gespannt auf dein... Hä? Aber das ist doch der Flessensee. Hat Malchow denn kein Malchower See? Oder der Malchower See heißt Flessensee? Oh, ich da... Dann erzähle ich euch das. Guck ich mal. Auf jeden Fall bin ich hier stundenlang schon kein Menschen begegnet. Also da ist der See. Ich habe schon Kinder im Wasser spielen gehört. Komm, Mutti, Vati und Kind fährt. Mutti, Vati, Kind. So, ich hoffe, das ist eine kostenlose Badestelle am See da, war. Fahrrad nach rechts, na ich nicht, du. Mutti, Vati, Kind. Ich halte auf dem Rückweg mal an, aber ich muss jetzt hier gucken, ob ich hier zum Badestelle... Weißt du, ich gehe einfach so rein, wenn hier so ein Loch ist.
Wie jetzt mit Rehtor? Wie jetzt mit Rehtor? Ist das Tor offen? Das zu? Geht denn das Tor? Oh Leute, ich würde doch da bleiben. Pass auf, da sind ein paar Boote, aber da war so ein Mann. Also wenn der nicht wäre, hier ist ja jetzt keiner. Links ist ein Zaun. Da, guck, reicht mir doch. Guck mal, heißt Flesensee. Ich bin jetzt da. Flesensee. Und hier ist Malchow. Flesensee. Badisch, also die, heißt es Stadtbad? Stadtbad Malchow am Flesensee. Das ist schön. Also hier sind so, also Toiletten kostenlos, Eintritt kostenlos im Drehtor, Fahrräder draußen, Umkleidekabine, Toiletten, Schließfächer und dann so verschiedene Sitzgruppen, ne? Das sind jetzt überall Menschen, kann ich euch gar nicht zeigen. Aber schön. Riesengroße Wiese, Spielplatz ganz hinten. Also wenn ihr keine Menschen hättet, euch, das ist so schön hier. Also wie neu, wie schön. Also guck mal, geradeaus ist so eine Sitzgruppe. Dahinter ist eine Essgruppe, dahinter ist ein Spielplatz. Links sind die Schließfächer. Da links sind die Toiletten. Und mein Fahrrad sehe ich von hier aus. Das ist richtig geil hier. Ja, da stehen aber Fahrräder. Ja, 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 ja. Oh Leute, wusste ich doch. Ich dachte, ich guck mal, wie weit die Stadt entfernt ist und fahre da mal hin. Also habe ich erzählt, ich habe mich da mit so einem Mann unterhalten und er sagt so, ob er mir helfen kann. Und ich habe gesagt, ich würde gerne wissen, warum die Stadt Malchow heißt und der See Flesensee. Und sagt er, weiß er auch nicht. Reha-Klinik, Reha-Klinik, Reha-Klinik am Flesensee. Seht ihr sie noch? Muss ich auch nachher aufnehmen. Reha-Klinik, Reha-Klinik. Guck mal, für die Fahrradfahrer, zeige ich euch gleich. Die Autos müssen auf, oder die Autos haben rechts ihr Auto drauf, ihr Reifen. Oh, hier ist die Stadt, oh, hier ist so bunt. Malchow. Mensch, das ist hübsch. Warum habt ihr das so bunt? Das ist total toll. Ich fahre jetzt einfach geradeaus, weil ich gehe jetzt durch die ganze Straße hier. Ja, okay. Ich nicht. Ich habe den Stadtplan. Also, als ich aus der Straße rausgekommen bin, war gleich gegenüber, wie das so sollte. Also, wir müssen jetzt, damit ich den Weg... Softeis? Softeis in Malchow. Softeis in Malchow. Oh, ich mag die Blumen, ey. Ey, ich habe Softeis. Oh. Ja. Die Brücke ist unten. Ey, Wahnsinn. Autos stehen, die ganzen 15 Minuten. Ich habe den Mann gefragt mit der orangen Weste. Der macht jede Stunde auf, 15 Minuten. Und da stehen die Autos.
Das ist der Wahnsinn. Jetzt dürfen erst die Fußgänger Fahrrad fahren. Das ist der Wahnsinn hier. Malchow. Und das mit den Wimpeln, ich war ja in der Touristeninformation. Also nächste Woche ist hier ein Fest. Ich muss jetzt mal einen Stadtplan angucken. Also ich wollte sagen, dieses Kloster. Das Kloster, ne? Ja, schön. Ich bin erstmal hier am Gucken, weißt du? Also alles werde ich jetzt nicht schaffen. Ich muss mal gucken, ne? So ein bisschen dachte ich. Bisschen ist besser als gar nichts. Hochgehe, komme ich zu einer Mühle, wenn ich richtig bin. Oh, ich mag in der Altstadt so Straßen, wo kein Mensch geht, wo kein Auto parkt. Weißt du mal was? Weißt du? Oh, das ist, also das ist ja schön. Ach, ist das schön. Ich habe mich verlaufen. Meinst du, ich komme hier wieder in die Stadt? Zu einer Straße, wo Autos fahren? Ach, bitte. Okay, ich bin jetzt hier voll mitten im... Okay. Ja, ich habe einen Stadtplan, sicher, aber wenn ich nicht weiß, wo ich bin, weiß ich nicht, wo ich bin. Ich dachte, ich sehe die Kirchturmspitze. Kirchturm ist immer Altstadt. Wenn ich bei der Kirche bin, weiß ich auch nicht weiter, aber hier in so einem Wohngebiet. Dankeschön. Kirche, du bist mein Wegweiser, danke. Ich hole jetzt mein Fahrrad und dann steht hier auf dem Stadtplan Toilette. Dann gehe ich mir die Toilette nämlich suchen. Oh, Wahnsinn, ey. Malchow, Mensch, du. Ich weiß ja, wo ich bin, ich weiß ja, wo ich bin, ich weiß ja, wo ich bin. Rechts hinterm Haus steht mein Fahrrad, rechts hinterm Haus steht mein Fahrrad. Oh, schön, ey. Oh. Den Rest mache ich mit dem Fahrrad, ey. Gibt jetzt noch eine Überraschung. Weil ich noch nie hier war, nutze ich das gleich mal mit meinem Fahrrad und guck mal etwas, ne? Also ich war ja noch nie hier. Habt ihr gesehen, was da steht? Da steht Jugendherberge. Jetzt bin ich ja gespannt. Also hier war ich noch nie. Weiß ich nicht. Das ist die Jugendherberge. Na, ich fahr mal einfach. Also was anderes ist ja jetzt hier nicht, oder? Ah, Wahnsinn. Wahnsinn. Ey, Wahnsinn. Was da ist, weiß ich nicht. Ach. Wahnsinn. Okay. Da steht Jugendherberge. Ich suche mir jetzt den Bahnhof. Also wir sind hier hinten. Den Weg, Kreis, da hoch, da ist der Bahnhof. Ich fahre jetzt bis zum Kreis und ich gehe mal gucken. Die Badestelle ist ein paar Kilometer nach rechts. Ich sag immer, die Jugendherberge ist immer Arsch der Welt oder ganz außerhalb der Stadt, ne? Ey, ihr seid geil, guck mal. Ihr seid geil, ey. Der Toilette, Toilette, Toilette. Danke an Malchow. Danke, dass ihr das in eurem Stadtplan stehen habt. Ein Kreisverkehr, ein Lidl, ein Getränkemarkt, ein Pennymarkt. Ich sehe schon den Bahnhof. Hey,
So, liebe Leute, ich bin fertig. Ich würde sagen, ich mache mal wieder. Ach nee, ich fahre noch zu der Badestelle, wo ich eben da neben dem Freibad. Dann setze ich mir einen Helm auf und fahre zurück nach Wahre-Müritz. Ich fahre nicht mit dem Zug. Nein, ich fahre nicht mit dem Zug. Nein. Nein, mach ich nicht. Ich fahre jetzt. Es geht darum, dass man losgefahren ist, weißt du? Danke für den Stadtplan. Reha-Klinik. Also es ist wirklich eine Reha-Klinik. Ich gehe jetzt hier noch einmal schwimmen in Malchow und dann packe ich die Kamera weg und dann fahre ich meine 1100 Stunden, ich weiß es nicht. 1 Stunde 57 freie Fahrzeit. Kommt mir viel länger vor. Ey, wie viele Kilometer? 33 Kilometer steht da. Wahnsinn.